Oh, geil, ein Update. Oh, geil, Nuketown ist endlich am PC da. Und auf der Xbox, cool. Der Blackjack-Shop ist genauso wie erwartet. Unnötig. Aber geil, es gibt zwei exklusive Waffen. Okay, erst für die PlayStation 4, aber dann spiele ich mir die Dinger nächste Woche frei. Oh, kann die gar nicht freispielen. Und die sind auch ganz exklusiv und neu. Was soll das? Damit herzlich willkommen zu einem neuen Call of Duty Black Ops 4 Video. Mein Name ist Tarkoffel und heute geht's um die Abzocke in COD. Jetzt ein langsam breit getretenes Thema, aber ich finde, auch wenn ich eigentlich damit abschließen wollte, mit dem Bock, den Activision jetzt geschossen hat, muss ich einfach was dazu machen. Ich habe es ja auch schon im Stream gesagt, Alter, das geht nicht. Activision übertreibt's maßlos. Und bevor wir zum Punkt kommen, warum ich mich darüber so aufrege und was mich daran so aufregt, fangen wir mal ganz vorne an. Ein kleiner Exkurs in die Sache In-Game-Shop und DLC. Es gab lange Zeit sowas gar nicht. Man hat ein Spiel gekauft, das war komplett. Man hat sich die Sachen freigespielt und fertig. Man konnte teilweise sogar selbst den Kram reinmodden, Texturen ändern. Und dann hatte man einen anderen Skin gehabt, andere Modelle, andere Fadenkreuze und so weiter. Dann hat es immer nachgelassen, zwecks Cheatschutz und so. Wollte man nimmer, dass man so ins Spiel eingreift. Okay, dafür haben die Entwickler aber auch genug Material bereitgestellt. Das ist nicht langweilig geworden, es hat auch keiner so einen Wert drauf gelegt. Der erste DLC war Elder Scrolls Oblivion. Da gab es eine Horse Armor, also eine Rüstung für ein Pferd, und das hat 15 Euro gekostet mit so ein paar anderen Gimmicks. Auf jeden Fall ziemlicher Quatsch, aber es hat sich halt sehr, sehr gut verkauft und damit kam der Stein ins Rollen. Warum erzähle ich euch von Elder Scrolls? Tja, 2009 war ein Jahr, in dem war Modern Warfare 2 absolut das Nonplusultra und der absolute Call of Duty Hype war erreicht. Ich glaube, so gehypt war Call of Duty nie mehr wie zur MW2-Zeit. Auch wenn einige Leute damals schon abgesprungen sind, denn auch gleichzeitig war das der Umbruch. Man hat auf Server geschissen und stellte auf dieses schlechte Peer-to-Peer-System um. Und es wurde auch vom gut konstruierten Computer- und Konsolenspiel zum reinen Konsolenspiel, das schlecht geportet wird. Was lange Jahre dafür sorgte, dass es am PC eher schlecht als recht lief. Und eben auch Tür und Tor öffnete, um die verschiedenen Abzockmaschinerien da reinzubringen und eben auch das Ganze auszuschlachten. Jährliche Releases, immer schlechter werdende Spiele und so weiter und so fort. Wir kennen es ja. Natürlich hat es immer mehr oder weniger Spaß gemacht, sonst hätten wir es nicht gespielt. Aber die Qualität ist eigentlich nicht dementsprechend, was die Serie verdient und was sie darstellt. Eigentlich ist die Qualität sogar viel zu schlecht für das, was Activision mit dem Spiel verdient und was die Marke eigentlich repräsentiert. Es ging halt weiter, auch 2009 kam ein Spiel raus, das hieß League of Legends. Und das ist ein Free-to-Play-Spiel, also es kostet nichts, man kann es runterladen. Und das ging auch ziemlich stark durch die Decke. Um das Spiel zu unterstützen, konnte man sich Ingame-Skins kaufen für seinen Lieblingshelden. Davon haben die Entwickler halt weiterentwickelt, ihre Löhne bezahlt, die Firma bezahlt und eben auch die laufenden Kosten für Server und so weiter wurden damit gedeckt. Das ist ja auch Sinn und Zweck von solchen Shops. Man unterstützt den Entwickler, vor allem wenn er es nötig hat bei Indie-Games oder halt Free-to-Play-Spielen, die ja mittlerweile wie Sand am Meer vorhanden sind, ist das gang und gäbe und auch verständlich. Aber bei einem Vollpreisspiel, das mindestens 60 Euro kostet, in den Versionen, die die wirklichen Fans kaufen, meistens um die 100, ist das manchmal doch schon ein bisschen hart. Und dann will ich für mein Geld schon auch Content sehen. Klar, so ein Kisten öffnen ist so wie Rubbellose, da kann man ruhig mal Geld hinschmeißen, da kann man sagen, ja, ist in Ordnung. Probiert man mal, probiert man nicht. Dann sollte aber auch was Cooles drin sein. Black Ops 4 hat momentan den Stand, es gibt nichts Cooles. Wir haben 200 Tiers in unserem Schwarzmarkt und 196 Sachen davon sind absoluter Bullshit. Die Tarnungen bzw. Outfits sind gar nicht vorhanden. Es gibt nur eins bis jetzt, das zweite wurde geleakt. Und die gibt es dann jeweils in 270 Farben. Und selbst das wird von den Leuten gefeiert. Es gibt tatsächlich Leute, die auf Facebook das Ding hier posten und sagen, saugeil sieht das aus, das will ich haben. Und die hauen da 8 Euro ungefähr. Also umgerechnet für das Ding hin und ich denke mir, what the fuck ist los mit euch? Aber das hatte ich ja alles im letzten Video schon. Ich will da gar nicht mal so weit rein. Es geht mir halt um diese Ingame-Shop-Geschichte. Wie wir vorhin schon gemerkt haben, Kosten, also das Geld, das für laufende Kosten gebraucht wird, Server, Entwicklung, Bugfixes, Mitarbeiter und so weiter, weil ein Multiplayer-Spiel kostet ja auch nach Release noch Geld, soll durch solche Dinge generiert werden.
Und dementsprechend erwarte ich halt auch, wenn sie so eine Scheiße anbieten, dass das Spiel auch gut läuft. Fakt ist aber, dass COD nicht gut läuft. Black Ops 4 lief in der Beta perfekt und ich habe es wirklich angepriesen als die große Hoffnung. Und es macht auch Spaß, das Spiel an sich macht Spaß, wenn es dann 1 von 10 Mal spielbar ist. Die Server sind momentan katastrophal, FPS-Drops en masse, Lags ohne Ende, 64 Hertz glaube ich im Leben nicht dran, zumindest nicht in Europa. Angeblich laufen die Server in den USA besser. Ihr an der Konsole habt ihr leider noch mehr Pech, ihr habt ja nur dieses verkackte Host-System, was sowieso für einen Shooter absoluter Bullshit ist. Trotzdem bleibt das so und da wird sich auch nicht viel ändern. Und auch die anderen Sachen, die gefixt werden könnten oder mehr Content, kommt einfach nicht. Das ist so ein ganz marginal schwaches Angebot derzeit. Ich meine, wir haben uns in WW2 über die Pistolengriffe aufgeregt. Hier in Black Ops 4 ist fast alles voll mit diesen scheiß Tags, die kein Mensch benutzt. Derselben Tarnung in 17 Farben und noch Sticker. Ich denke mir, what the fuck, was soll ich damit? Und jetzt hat man komplett übertrieben. Die Unfriede gab es in der Göttlichkeit-Version für Vorbesteller in den USA in GameStop. Ebenso gab es als Bonus in irgendeiner Edition, ich weiß nicht mehr wo, die Maddox Carbon. Die hatten auch Leute in Deutschland schon. Die wurde denen einfach von heute auf morgen entfernt. Die konnten sie heute noch spielen und morgen war die weg. Die war einfach weg. Keiner wusste wohin. Es gab kein Statement dazu, es gab keinen Post dazu, gar nichts. Die war einfach weg. Okay, dann denkt man sich, vielleicht kommt sie im nächsten Battle Pass, irgendwann kommt sie wieder. Dann können wir uns die freispielen. Jetzt kommt sie halt wieder. Oder PlayStation hat sie seit gestern. Wir müssen leider noch eine Woche warten, um unser Geld zu verbrennen. Denn man kann sich jetzt beide Skins für 20 Euro kaufen. Dann denke ich mir nur, Alter, ich kann doch nicht so eine gequälte Scheiße abziehen, wenn ich sonst kaum optionalen Inhalt biete. Und wenn das Spiel läuft wie Scheiße, würde das Spiel perfekt laufen. Und ich wüsste, dass das Geld dafür sorgt, dass es perfekt läuft. Dann könnte man ja drüber wechseln und sagen, wenn es die Lieblingswaffe ist, okay, warum nicht? Aber vielleicht für 5 Euro. Nö, Activision haut in die Vollen und will 2000 Call of Duty Points. Je nachdem, wie viel Call of Duty Points man kauft, sind sie ja ein bisschen billiger. Also 20 Euro sind 2400 Points, aber trotzdem sind Pi mal Daumen eigentlich 20 Euro. Und das ist absolut krank. Und ich kann niemanden nachvollziehen, der diese Scheiße unterstützt. Und ich bitte euch auch darum, nachzudenken, was ihr da macht, wenn ihr diesen Mist kauft. Es fing, wie eben gesagt, mit einer Rüstung für ein Pferd an, die kein Mensch gebraucht hat. Und hat dafür gesorgt, dass heute jedes, nahezu jedes Spiel so eine Scheiße integriert hat. Und gerade Call of Duty, es ist ja kein Free-to-Play-Spiel. Es ist ein verkacktes Vollpreisspiel. Und es ist nicht nur irgendeins. Es ist das meistverkaufte Spiel 2018. Es ist das schnellst verkaufte Call of Duty der Geschichte. Es hat eine 500.000 $ Umsatz generiert am ersten Wochenende, von Freitag bis Sonntag. Und es passiert nichts. Es läuft schlechter als in der Beta. Das haben sie wirklich geschickt gemacht. Das war Marketing Deluxe. Die Beta hat die Leute geködert, auch mich. Die Beta hat die Leute angefixt, auch mich. Und ich wiederhole es. Ich liebe das Spiel, es macht mir Spaß. Das Spiel an sich macht mir Spaß. Aber das kann so nicht sein. Ich werde diese Scheiße nicht kaufen. Für 20 Euro kann ich mir einen Kasten Bier kaufen. Ich kann mir 2 Pizzas bestellen. Ich kann mir Kippen für die nächsten 3 Tage kaufen. Ich kann mir eine Palette Monster kaufen. Oder ich spende die Scheiße an die Deutsche Krebshilfe. Oder putze mir den Arsch damit ab. Alles besser als es für diese Scheiße auszugeben. Ich hoffe, ihr denkt wirklich nach. Ich habe auf Facebook so erschreckend viele Leute gesehen, die diesen Mist feiern. Und das Schlimmste ist, du kannst dir den Mist nicht mal erspielen. Du kannst es nicht kriegen. Das ist hinter einer Paywall versteckt für 20 Euro. Es macht mich böse. Es macht mich wirklich, wirklich böse. Ich hoffe, irgendwann wird sich das Ganze rächen. Ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass endlich mal ein Entwickler ein gescheites COD-artiges Spiel rausbringt, das sich wirklich genauso anfühlt, nur eben läuft und von einem anderen Studio kommt und einem anderen Publisher, damit COD von heute auf morgen endlich mal den Boden unter den Füßen verliert. Denn das ganze Spiel trägt sich nur noch aus dem einen und einzigen Grund, es gibt kein anderes Spiel, das sich so spielt in dieser Art und Weise. Die anderen Shooter, die momentan groß sind, spielen sich alle anders, haben alle einen anderen Fokus und die billigen Free-to-Play-Versuche es nachzumachen, kommen halt einfach nicht dran. Man muss schon sagen, so ein bisschen Qualität hat Call of Duty ja noch.
Aber trotzdem, ich hoffe, dass vielleicht von Respawn Entertainment irgendwann mal wieder was kommt nach Titanfall, weil das ja auch leider vom Setting her nicht so meins war. Oder eben, dass Treyarch irgendwann sagt, Activision, nee, Alter, das geht so nicht. Die Leute hauen uns ab, wir verlieren unseren guten Ruf und ich habe keinen Bock mehr drauf. Wäre so mein Wunschtraum. Leider glaube ich nicht so ganz dran. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Spaß mit Black Ops 4. Die verkacken es nicht komplett. Aber ich schwöre euch hier heute an dem Tag, an dem es eine DLC-Waffe gibt, die man nur für Geld kaufen kann, fliegt das Spiel direkt von der Platte und das war's. Dann ist COD komplett durch. Das Spiel an sich ist gut, bis auf ein paar Balancing-Probleme. Das kennen wir ja, ist wie immer. Aber ohne Scheiß, wenn sie eine DLC-Waffe bringen, die man nur für Geld bekommt und nicht erspielen kann, dann ist es vorbei. Und dann hoffe ich, dass noch ein paar Leute mitziehen, weil das kann einfach nicht angehen. Ich hoffe, es ist wieder nicht zu negativ, aber ich kann so ein Thema nicht einfach da stehen lassen. Ich finde es einfach asozial gegenüber dem Spieler, der diese Scheißreihe Jahr für Jahr unterstützt. Ich hoffe, ihr seht das ein bisschen ähnlich und habt genug Verstand, um jetzt mit dem Argument zu kommen, ja, ich kauf's mal, weil ich's kann, Alter, Mama bezahlt. Sondern denkt einfach mal drüber nach, was 20 Euro sind und welchen Mehrwert ihr dafür bekommt. Ich bin raus, bis dann, ciao.